Ich kann jetzt die älteren Menschen nachvollziehen, die man häufig beobachten kann, wenn sie aus dem Fenster schauen. Die da teilweise minutenlang, vielleicht stundenlang, weiß ich nicht, sind. Ich habe auch schon viele Menschen beobachtet, die teilweise da ein Kissen liegen haben und dann am Fensterbrett lehnen und rausschauen. Und wie gesagt, ich kann sie jetzt nachvollziehen. Ich bin ja gerade aufgrund der aktuellen Situation an mein Zuhause gebunden. Und der einzige Kontakt sozusagen, den ich sonst zur Außenwelt habe, ist mein Smartphone. Es ist nicht mehr da. Mein Smartphone und das Internet, das ich ansonsten natürlich auch sehr häufig nutze. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich stört es zwischenzeitlich total, dass sich im Internet, auf sozialen Medien und wo auch immer ich dann unterwegs bin, sei es, dass ich durch Nachrichten scrolle oder wo auch immer, da drängen sich immer bestimmte Dinge in den Vordergrund, die von irgendwem quasi bezahlt wurden, dass ich das jetzt sehe. Oder irgendwer hat es geschickt so platziert, dass es viele Leute toll finden und deswegen kriege ich es auch angezeigt. Und zwischenzeitlich nervt mich das tierisch, weil ich nicht derjenige bin, der das auswählt, der bewusst auswählt, was für mich in diesem Moment jetzt gerade wichtig ist. Und ich gucke jetzt gerade auch aus dem Fenster. Und hier drängt sich mir quasi niemand auf. Klar, durch die Position, wo das Fenster ist und was da draußen so abgeht, ist schon mal vorbestimmt, was ich hier alles sehe. Hier werde ich jetzt nicht so häufig irgendwie einen Elefanten sehen zum Beispiel. Ich habe hier aber aus dem Fenster auch schon mal jemand mit einer Drehorgel gesehen. Da ist jemand vorbeigelaufen und hat Drehorgel gespielt. Das war zur Zeit des allerersten Lockdowns, um auf die Künstlerinnen und Künstler aufmerksam zu machen, die jetzt gerade sehr unter dem Lockdown leiden. Aber was es auf jeden Fall immer hat, wenn ich aus dem Fenster schaue, ist, das ist sozusagen die reale Welt. Egal, ob ich, wie ich, in München relativ zentral bin oder ob ihr irgendwo auf dem Land seid. Da gibt es quasi kein verzerrtes Bild, wo irgendwas als wichtiger dargestellt wird, als es eigentlich ist, wo irgendwas anders dargestellt wird, als es vielleicht in Wirklichkeit ist. Und das macht es für mich jetzt gerade so super angenehm. Und deswegen kann ich die älteren Herrschaften nachvollziehen, die da auch manchmal minutenlang, vielleicht stundenlang verharren. Vielleicht sollte ich mir auch ein Kissen ans Fensterbrett legen. Ich guck mal.